Titel der Session ist der Weg zum eigenen Startup. Ich bin inzwischen Internetunternehmer und Gründer, war früher selbstständig und habe mich war früher Angestellter und habe mich 2010 selbstständig gemacht. Wer bin ich? Was mache ich? Ich habe eine Firma gegründet, um ein Projekt, das ist ein Online-Dateikonvertierer, nennt sich online-convert.com. Danach kam die Firma, weil das Projekt gewachsen ist und eigentlich ein gewisses Rechtskonstrukt gebraucht hat, ne? Wollte mich auch ein bisschen aus der Haftung nehmen dort. Inzwischen haben wir 8 Mitarbeiter, es gibt mehrere Projekte, die die Firma Camgo entwickelt. Wir sind in Radolfzell und wir suchen permanent Entwickler, wie viele Unternehmen im Softwarebereich. Wenn ich mich selbstständig machen möchte, habe ich mich gefragt, wo sollte man anfangen? Eine Selbstständigkeit geht selten gut, wenn man nur mal sagt, ich versuche es mal, oder wenn man aus der Not heraus das macht. Früher gab es diese, aus der Arbeitslosigkeit heraus wurde das gefördert, ne, dass man sich selbstständig macht, also deutlich mehr als heute. Ne? Und wenn es nur eine Notlösung ist und man wirklich nicht dahinter steht, sollte man das nicht machen. Also man sollte sich bewusst sein, dass es eine ganz andere Arbeitsweise und Arbeitsauffassung ist, wenn man sich selbstständig gemacht hat. Was bei mir sehr gut geholfen hat, ist, dass ich mir schon immer sicher war, dass ich irgendwann mal selbstständig bin, ja, oder ein Unternehmen habe, aber während meiner Zeit als Angestellter viel gelernt habe und auch dort schon ein paar Webprojekte nebenbei entwickelt habe. Ja. Und hatte dadurch halt die Möglichkeit, mir viel Wissen anzueignen. Es war eine relativ große Firma, wir hatten am Schluss so 250 Mitarbeiter in einer Internetfirma und konnte auch überall reingucken. Ich konnte bei den Content-Schreibern reingucken, beim Marketing, bei den Social-Media-Managern, die Leute, die Advertisements, Flächen verkauft haben und so weiter. Also konnte dort auch das ganze Businessmodell eigentlich verstehen und hatte dort auch die Möglichkeit, das zu machen. Im SEO-Bereich konnte ich reingucken und ich war selber Softwareentwickler, also da habe ich auch eine ganze Menge gelernt. Um möglichst günstig ein Webprojekt, ich gehe mal davon aus, einfach hier, dass wir uns viel auch mit Webgeschichten beschäftigen, ne? Dass man ein Webprojekt machen möchte, sollte man, um es zu vereinfachen, ein paar Grundregeln wissen, wie man programmiert. Man sollte zum Beispiel mal ein bisschen HTML können oder CSS, damit man vielleicht auch mal ein WordPress-Template aufsetzen kann. Oder wenn das nicht geht, zumindest mal wissen, wenn einer das für einen macht, ob er das ordentlich gemacht hat oder nicht. Also das Teuerste eigentlich ist, wenn man ein Internet-Startup aufbaut, ist, wenn man nicht weiß, wie man programmiert, weil da muss man Programmierer einstellen und die sind relativ teuer, wenn man überhaupt jemanden findet oder überzeugen kann von seiner Idee. Ja, und dann, was ich gemacht habe, also das Projekt, was letztendlich bei mir angezogen hat und mir geholfen hat zu meiner Selbstständigkeit, war nicht das erste Projekt, ne, sondern ich habe davor schon also mindestens 6-7 andere Projekte gehabt, die nicht gelaufen sind, ja, habe aber den Lean-Startup-Ansatz von Eric Ries, ne, das ist ein super Buch, dort benutzt, einfach geguckt, welche Projekte können was werden, die entwickelt schnell, kurz und wenn sie nichts geworden sind, habe ich es auch schnell wieder eingestampft und nicht einfach auf ein anderes Projekt konzentriert. Das geht ruckzuck. Darf man fragen? Ja, klar. Kannst du mal so ein paar Beispiele geben, was für Projekte das waren am Anfang? Ja, okay. Das eine Projekt, da wusste ich noch nicht, wo es so richtig hingeht und da war es auch eher noch so ein bisschen hobbymäßig. Ein Projekt war, dort habe ich die DNA der Menschen, das war gerade der Zeitraum, wo die Karte so entschlüsselt wurde, habe ich visualisiert. Also die DNA besteht aus A, C, G, T, ne? So vier diesen Bausteinen. Habe jedem Baustein eine Farbe gegeben und dann pixelmäßig so halt Bilder generiert. Ne? Und dann,
waren wir damit auch auf Slash oder war ich auf Slashdot zum Beispiel. Das war sehr schön. Das hat mal, an einem Tag hat es mal, ich glaube, 100 Euro Einnahmen gebracht, Advertisement, aber das war der übliche Peak und dann ging es wieder so runter. Okay, und wie hast du da Geld verdient? Das war dort über die Werbung, die eingeblendet worden ist. Ne? Aber ich fange eigentlich... Wie viele Besucher hast du auf der Seite? Ja, genau. Also je mehr Besucher du hast, desto mehr kannst du auch verdienen. Ne? Also Traffic ist gleich Geld, Einnahmen. Also es gibt auch andere Wege, ne? Aber das ist, was ich meistens verfolge. Ja, das Projekt gibt es zwar immer noch, aber es wird halt auch nicht mehr weiterentwickelt. Und so gab es halt mehrere. Dann wollte ich noch ein Spendenportal machen. Da sind gerade die anderen Spendenportale auch entstanden in dem Zeitraum. Da habe ich auch Zeit reingesteckt. Das hat nicht funktioniert, weil ich von Content nicht viel Ahnung habe. Mhm. Eigentlich, ne? Also zumindest in dem Zeitpunkt. Komme ich auch später noch drauf, die unterschiedlichen Projekte, die man auch machen kann im Internet. Ne? Ja. Wie ich auch gestern bei der Millionärs-How-To erklärt habe, Wissen ist Macht. Ne? Wissen ist wichtig. Ne? Bevor man irgendwas anfängt, sollte man sich intensiv damit auseinandersetzen. Ne? Nicht kurzfristig so einen Schnellschuss machen, jetzt mache ich mal selbstständig, mal gucken, das wird schon irgendwie funktionieren. Das geht nicht. Ja? Und man sollte sich auch nicht mit Scheuklappen durchs Leben bewegen, ne? Und sich nur fokussieren auf den Bereich, den man sich auskennt. Ne? Sondern es ist wichtig, wenn man selbstständig wird, dass man von vielen eine Ahnung hat. Man muss nicht ein Experte sein, ne? Aber man muss ungefähr wissen, wenn ich das brauche, dann gehe ich zu dem oder das kann ich nachlesen oder mit diesem Produkt machen. Ne? Wenn ich ein CRM brauche, dann nehme ich das und so weiter. Ne? Was ich vorhin schon gesagt habe, ich würde empfehlen, dass man als Angestellter startet mit dem Ziel, sich irgendwann selbstständig zu machen und in der Zeit als Angestellter auch ruhig mal in den verschiedenen Abteilungen rumguckt und schaut, ob man vielleicht ein bisschen Wissen mitnehmen kann oder dort hilft oder sich austauscht irgendwie. Bilde Netzwerke, ich glaube, da seid ihr alle inzwischen ganz, ganz gut. Das war vor ein paar Jahren, war das noch anders. Dass man sich einfach breit aufstellt, anderen hilft. Das hat den Vorteil, dass man dann auch selber das wirklich versteht, was man anderen erklärt. Ne? Und da darf man durchaus auch mal nach Hilfe fragen. Ja. Und ein anderer Punkt ist halt noch, wenn man von allem ein bisschen Ahnung hat, weiß man auch grob, ob die Leute, die für einen arbeiten, das auch ordentlich machen oder nicht. Finanzen. Gestern gab es auch einen Vortrag über Bootstrap, den habe ich leider verpasst. Aber ich bin der Auffassung, dass ein Internet-Startup nicht unbedingt einen Investor braucht. Ja, einen Investor braucht man, wenn man schnell starten will, ja, mit irgendeiner Idee, die es vielleicht noch nicht gibt oder wo andere Leute mit größerem Marketingkapital einen schnell überholen können und so weiter. Ja. Ich sehe das aber so, dass man da eh dann auf dem verlorenen Ast sitzt. Dann gibt es genügend andere Produkte oder Projekte, die man aufbauen kann. Kann man auch sagen, dass man vielleicht bei digitalen Produkten nicht so dringend Investor braucht? Wenn ich irgendwie sage, ich mache ein Skateboard mit einem speziellen Antrieb, den man nicht so arg sieht? Oder dass man bei solchen materiellen Dingen... Ja, bei materiellen, da wird es schwieriger. Da musst du wirklich, weil da musst du in Vorleistung gehen, um... Waren einzukaufen, die du dann verarbeitest und dann verkaufst. Ne? Also würdest du gar nicht empfehlen, oder? Ich würde empfehlen, also wenn es die Möglichkeit gibt, das im Internetbereich zu machen, weil da ist die, das ist das Einzige, was du brauchst, ist eigentlich eine Internetanbindung, ein Computer und Zeit. Okay. Und da kannst du viel ausprobieren, ohne dass du viel investieren musst in irgendwelche Prototypen und Geschichten. Wenn dein Projekt dich hinhaut, dann stampfst du es ein und das Einzige, was du verlierst, ist eigentlich deine Zeit, die du investiert hast, ne? Und die du halt anderweitig nicht eingesetzt hast und nicht damit Geld verdient hast. Genau. Ja, oder so, genau. Ne? Also du hast recht, das trifft eigentlich nur jetzt auf Internetprodukte oder Projekte zu. Ne? Ich würde auch empfehlen, keinen Kredit aufzunehmen, um ein Internetprojekt zu starten. Sondern das während deiner Angestelltenzeit einfach anzuhäufen, beziehungsweise wenn man einen Partner hat, der vielleicht einen auch noch so unterstützt, dass man
dann das auch nutzen kann, dass man also weiß, dass man für eine gewisse Zeit eben kein Einkommen hat. Ja? Darf ich noch mal zwischenfragen? Ja. Du hast gerade gesagt, bei der Angestelltenzeit. Ja. Das heißt, ich mache es erstmal nebenher, während ich noch angestellt bin. Ja, genau. Okay. Genau, das habe ich gestartet. Ne? Also ich habe 8 Stunden am Tag gearbeitet hier, Software entwickelt, und abends, anstatt ins Kino zu gehen oder in die Badewanne oder sonst irgendwo hin, habe ich mich mal noch 2-3 Stunden hingesetzt und habe nochmal so ein paar Testballons hier versucht fliegen zu lassen. Ja? Das hat viel Fleiß und Ausdauer und gekostet, ne? Aber letztendlich hat es sich ausgezahlt. Ne? Und ich wollte unbedingt irgendwann nicht mehr Angestellter sein. Ne? Da steht jeder unterschiedlich von uns, aber das war so mein Ziel. Ne? Und da habe ich also wirklich viel Zeit reingesteckt. Und ich glaube, dass man das auch schaffen kann, wenn man das wirklich will und dahinter steht, dass man das schafft. Ich versuche aber für die Unternehmer eine Lanze zu brechen. Ne? Hier, ne? Okay. Ja, das habe ich gerade gesagt, genau. Und früher habe ich meine Steuererklärung selbst gemacht als Angestellter. Dann, als ich selbstständig geworden bin, habe ich das dem Steuerberater gegeben und der hat sich sofort selber irgendwelche Sachen immer gefunden, mit denen er sich dann automatisch auch selbst bezahlt hat. Ne? Also der hat sich für mich von der ersten Stunde an gelohnt. Ne? Der hat auch noch ein bisschen Existenzgründungsberatung gemacht, das hat sehr gut gepasst. Also würde ich auch empfehlen, für die Finanzen muss man sich nicht selber einlesen, da verliert man Zeit, da muss man halt mal einen guten Steuerberater haben. Ja. Das sind jetzt die Unterschiede, die ich sehe, was man machen kann im Internet für Projekte. Man kann entweder ein contentbasiertes Webprojekt machen, das sind zum Beispiel Blogs, ne, oder Bilder oder Videoblogger oder was, Text schreiben, irgendwie sowas. Ne. E-Commerce, das heißt, man hat einen Shop, man verkauft irgendwas, entweder fremde oder eigene Produkte, oder Software as a Service, sowas wie Facebook entwickeln oder einen Online-Dateikonvertierer oder Google oder was weiß ich hier so. Gibt auch Hybrid-Geschichten. Ich habe mich für Software as a Service entschieden. Das hat den Grund, ein contentbasiertes Webprojekt kann sehr einfach kopiert werden. Ja? Also da gibt es genügend Scraper, die dir den Text einfach duplizieren auf irgendwelche anderen Webseiten. Das kann sehr schnell auch... Die Idee kann auch sehr schnell kopiert werden, also wenn man jetzt sagt, man hat einen super Nische-Travel-Blog hier so und das läuft gut, da stehen schon 10 in der Schlange und machen das dann auch, wenn die sehen, das läuft gut. Ne? Also da ist die Einstiegshürde ist sehr gering, habe ich gestern auch erklärt. Das heißt, du hast dann auch sehr schnell Konkurrenz. Ja? E-Commerce, das ist unglaublich schwierig, dort gut zu ranken, beziehungsweise dort Traffic drauf zu kommen, hier mit Amazon oder selber irgendwie was zu machen. Also das dauert ewig und da braucht man sehr langen Atem auch hier so. Kann ich auch nicht empfehlen. Und hier war der Vorteil, weil ich eben schon gewusst habe, wie man programmiert, dass ich da mal was mache. Das heißt nicht, dass das andere nicht auch funktionieren kann. Ne? Es muss halt jeder wissen, wo seine eigenen Stärken sind. Ne? Wenn jemand Erfahrung hat im E-Commerce-Bereich und weiß, wie er Sachen verkauft oder irgendeinen Großhandel kennt, mit dem man ein Buddy ist hier so, ne, dann kann es schon sein, dass es da auch Sinn macht. Ja. Früher hieß es immer, man sollte das machen, wo man sich auskennt, beziehungsweise was einen selber aufgeregt hat, wo man sieht, das würde ich selber verbessern. Das hat bei mir nicht geklappt. Ne? Ich würde jetzt nicht unbedingt meine Dateien in einen Online-Konverter hochladen und dort konvertieren. Ne? Aber es gibt anscheinend andere Leute, die das brauchen, weil sie nicht wissen, wie das geht. Ja? Und nur deswegen, ich habe nicht geguckt, was ich benötige, sondern habe geguckt, was andere benötigen. Das ist der Unterschied. Nische suchen ist auch wichtig. Ne? Also es ist viel einfacher, gibt es im Englischen so den Satz, nur den Kochtopf zum Kochen zu bringen, anstatt jetzt den ganzen See. Ne? Also man sollte sich auf irgendwas konzentrieren. Das kann auch eine super Nische sein. Also jetzt vom Travelblog dann nur das Travelblog über Südafrika oder sonst irgendwas. Ne? Also, und davon vielleicht mehrere super Nischen, ne? Wenn man 10 hat und alle machen, von allen hast du Einnahmen von 200 Euro im Monat, kannst du auch da mehr oder weniger überleben damit. Ne? Und was auch hilft, ist, dass wenn man eine contentbasierte Seite hat, dass man dort Leute abgreift, die in Kauflaune sind. Ne? Wenn man zum Beispiel Produkte testet oder Rezensionen schreibt über irgendwas, ja, dann kriegt man normalerweise Leute,
die sich informieren wollen über ein Produkt, ne? Und die dann den Blog lesen oder die Rezension, ne? Und die sind bereits in Kauflaune, die sind eigentlich dort da, wo man sie haben will. Und wenn man dann noch dezent einen Affiliate-Link platziert oder eine Werbung, dann hat man Conversion Rates, das ist unglaublich. Ne? Das nur als Idee. Kann man auch noch machen. Ja, Hilfe, meine Idee gibt es bereits. Also, ich finde es gut. Also, mir ist es schon oft passiert, ne? Nachts nicht einschlafen können, überlegt, und mir ist irgendeine Idee eingefallen, gleich am nächsten Tag zum Computer gerannt. Die mache ich, gab es die schon fünfmal. Ne? Dann habe ich den Spiegel umgedreht und gesagt, es ist eigentlich schlimm, wenn es die Idee schon gibt, ja? Wenn sie eh schon gibt. Es heißt eigentlich nur, wenn es die Idee schon gibt, dass dafür ein Markt sein muss. Ne? Sonst wären die anderen wahrscheinlich auch schon tot oder würde es das nicht mehr geben. Ne? Und wenn es davon halt schon fünfmal was gibt, dann ist das auch ein relativ großer Markt. Und so wie ich jetzt zurzeit neue Projekte aussuche, die wir entwickeln, selber entwickeln und dann auch vermarkten ist, ich suche mir einfach die drei Top-Adressen mit der Idee, die ich hatte, ne? Eruiere so ein bisschen den Markt, ob man da auch sich was vom Kuchen abschneiden kann und wie groß der Kuchen ist, und extrahiere dann die besten Features von diesen drei Seiten, die drei besten Features, und mixe sie mit meinen eigenen Ideen. Ja? So ist auch der Online-Converter entstanden. Das ist Online-Datei-Converter, gibt es wie Sand am Meer. Ja? Aber es gibt keinen, der, sagen wir mal, von allen die besten Ideen genommen hat, mit den eigenen Ideen noch verwurscht und dann auch online gestellt hat. Ja? Und wenn man das eben beherzigt, hast du automatisch das bessere Produkt. Ja? Weil du bist auf jeden Fall besser als die Konkurrenz, ja? Weil du die Ideen von deiner Konkurrenz gemischt hast und quasi fixierst, ne, auf dein eigenes Projekt. Also Travelblogs könnte man sich angucken, ne? Was sind die drei besten Travelblogs, ne? Und der eine macht halt das gut und der andere macht das gut und der dritte macht das gut, ne? Und dann mischt man die guten Sachen, von denen man überzeugt sind, dass die gut ist, ne? Irgendwelche Themen zum Beispiel, mit seinen eigenen Ideen noch, und dann sollte man eigentlich das bessere Produkt haben und auch ein einzigartiges Produkt. Ja, was mir auch aufgefallen ist und was ich von Anfang an versucht habe zu verfolgen, ist, dass das Projekt langfristig ist. Ja? Das heißt, man kann durchaus Erfolg haben mit Webprojekten, die man für Suchmaschinen schreibt. Ich vertrete aber den Standpunkt, wenn man langfristig im Geschäft bleiben möchte, dass das nicht viel bringt, sondern es ist viel wichtiger, die Nutzer zu überzeugen von irgendwelchen Features als Suchmaschinen. Ne? Weil die Mundpropaganda, wenn dein Produkt wirklich gut ist, sehr viel hilft, das Projekt langfristig erfolgreich zu halten. Und vom ersten Tag an habe ich immer aktiv Rückmeldungen, Feedback von meinen Nutzern eingefordert, richtig. Also die konnten eine Datei konvertieren, ne? Und dort hatten sie auch die Möglichkeit, richtig zu schimpfen oder zu sagen, das ist gut. Oder teilweise haben sie auch geschrieben, was sie noch vermisst haben. Ja? Das heißt, ich hatte dadurch die Möglichkeit, Ideen zu bekommen, an die ich gar nicht gedacht habe, und habe die dann implementiert. Das heißt, das Produkt ist auch mit den Nutzern gewachsen. Ja. Und gut, in unserer deutschen Kultur ist es nicht so, ne, dass wir uns jetzt so ständig mitteilen wollen, zumindest meistens, ne, aber Spanier oder US-Amerikaner, also die schreiben da Geschichten, ne, also die wollen auch richtig dort Feedback geben. Ne, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man denen, wenn sie sich mitteilen wollen, auch die Möglichkeit gibt. Ne? Und nicht nur sagen, gut, danke, Website besucht und könnt wieder gehen. Ne? Sondern sie werden dann auch ein Teil der Fanbase von der Webseite. Wenn sie die Möglichkeit sehen, sie können Feedback abgeben. Ja, wichtig ist auch, dass man ständig irgendwelche Tests fährt. Ne? Das, ich glaube, das macht jeder von uns, auch Blogger oder Social, bei Social-Media-Geschichten, wenn man guckt, welche Überschriften gehen, welche Sachen gehen, AB-Tests, ne? Man hat zum Beispiel, so wie wir das einsetzen,
Man hat die gleiche Webseite, aber platziert die Werbung für die Hälfte der Nutzer an einer anderen Stelle und guckt dann danach, an welcher Stelle die Werbung besser konvertiert. Ne? Also wo mehr Leute draufklicken eigentlich. Ja? Das ist Position von Werbeflächen. Ja, man kann neue Features einführen. Zum Beispiel, wir bieten auch Premium-Dienste an. Und da haben wir experimentiert bei den Premium-Diensten, welche Funktionen wir zum Beispiel an die Top-Positionen von den Premium-Diensten hinschreiben, ne, damit die Nutzer wissen, dass zum Beispiel große Dateien konvertieren, ob das den Nutzern wichtig ist, ob die Seite verschlüsselt ist, so Sachen. Da kann man unglaublich viel noch rausholen. Ja, und ständiges Lernen, die Welt dreht sich einfach weiter, vergessen viele Leute. Das Pareto-Prinzip ist auch interessant, gibt es auch ein schönes Buch dazu. Das ist die 80-zu-20-Regel quasi, ne? Mit 80% der Ergebnisse können 20% der mit 80% der Ergebnisse können innerhalb von 20% der Gesamtzeit eines Projektes erreicht werden. Ja? Und auf die Ergebnisse sollte man sich erstmal konzentrieren, auf die Features. Ja? Man entwickelt irgendein Projekt und bindet erstmal die Key-Features ein, die möglichst wenig Zeit in Anspruch nehmen. Also da auch nicht zu perfektionistisch sein? Nee, gar nicht. Das ist ganz schlimm bei Programmieren. Ne? Bevor die online gehen, da muss alles erstmal alles. Nee, es ist kein Problem. Man kann auch schon mal mit 80% mal durchaus online gehen. Ne? Also darf natürlich keine großen Fehler mehr geben. So, ne? Aber wenn halt ein paar Sachen noch fehlen, ist kein Problem. Hauptsache mal machen, mal online gehen. Ne? Und dann schon während das Projekt sich weiterentwickelt, schon auf die Nutzer hören und dann vielleicht so ein bisschen nachschärfen, in welche Richtung man geht mit dem Projekt. Ne? Kann ja sein, dass bei dem Blog über Südafrika auf einmal rauskommt, ich würde aber gerne doch lieber in eine andere Richtung gehen und Namibia ist viel interessanter oder so. Ne? Dann kann man sich, keine Ahnung, so in die Richtung geht das. Ja. Ja. Und dass dann halt 20% der Ergebnisse leider 80% dann der Restzeit benötigen. Ja, und dann muss man halt überlegen, ob das so ist. Ist auch bei Kunden so. Ne? Also 80-20 kann man fast überall im Leben anwenden. Ne? Also bei Kunden 80% der Kundenanfragen können mit 20% der Zeit, verfügbaren Zeit gelöst werden. Und dann gibt es halt noch 20% der Kunden, ne, wo man dann überlegt, die dann 80% der Supportzeit kosten, ne? Und wo man dann vielleicht überlegen sollte, schickt man die vielleicht lieber zur Konkurrenz oder tut man vielleicht doch da noch für die ein bisschen Zeit opfern. Ne? Aber man sollte sich eigentlich auf die 80% konzentrieren und dort dann den Job gut machen für die. Genau, das ist nochmal die Zusammenfassung. Ja, irgendwann, sobald man merkt, ein Projekt zieht an, sollte man sich auch Gedanken machen, wie man es finanzieren kann. Denn es ist kein Hobby mehr, man will davon leben irgendwann. Ne? Ich fange meistens ein Projekt an, da ist keine Werbung drauf und nichts, ne? Sondern stelle einfach nur einen Nutzen für den Nutzer zur Verfügung. Das hat den Grund, dass es einfach schneller geteilt wird, wenn es keine Werbung und so Sachen drauf hat. Davon hatten wir es vorhin schon. Traffic ist eigentlich fast linear mit Einnahmen. Ne? Je mehr Traffic man hat und wenn die Webseite halt über Werbung, unter anderem über Werbeeinblendungen finanziert wird, je mehr Nutzer man hat, desto mehr Geld hat man auch dann letztendlich zur Verfügung. Ne? Man kann über Affiliate-Geschichten Geld verdienen, das heißt, man platziert einen Link, wenn der Benutzer darauf klickt, dann wird er weitergeleitet zu einer Webseite, die halt ein Produkt verkaufen möchte. Und wenn der Kunde dann das Produkt auch tatsächlich kauft, bekommt man auch Geld dann dafür. Darf ich da kurz noch was zu sagen? Also wenn ihr sagt, hey, ich mache ein YouTube-Video über Outdoor-Bekleidung und ihr setzt einen Amazon-Link rein auf ein T-Shirt, die kaufen das, kriegt man 10%. Und das Coole ist, wenn die dann weiter shoppen, kriegt man von all dem auch noch 10%. Habe ich mal gehört. Ja, das kann durchaus sein. Also da gibt es unterschiedliche Geschichten. Ne? Das ist dann, wenn du den Nutzer weiterleitest, ne, wird bei dem in seinem Browser quasi ein Cookie gesetzt und der ist schon ein Monat zum Beispiel gültig. Das ist tatsächlich so. Ne? Und wenn der noch
weiterkauft, dann geht das alles über deinen Account, das ist richtig, ne? Also wenn man Glück hat, macht er da seinen Einkauf seines Lebens und man kriegt 10% davon. Ja. Das Ding ist halt nur, ne, dass, also für den Online-Converter funktioniert das gar nicht. Ne? Affiliate funktioniert wahrscheinlich für Blogs viel besser, wenn man schon über den Artikel schreibt hier so. Aber sehr wenig letztendlich kaufen dann auch das Produkt. Ne? Und bis der was kauft, davor hast du nichts verdient. Ne? Also nur, wenn der wirklich was kauft. Ne? Also da muss man dann unterm Strich gucken, wie viel wirklich übrig bleibt. Neben der Werbung, wo wir versuchen, die wirklich dezent zu platzieren und wirklich wenig, das ist auch wichtig, ne? Die User Experience steht hier im Vordergrund, ne? Nicht der kurzfristige große Verdienst, sonst wären wir wahrscheinlich schon längst wieder offline. Gibt es noch andere Sachen, zum Beispiel Premium-Dienste, ein Freemium-Service ist das, was wir bieten. In der Grundversion ist quasi der Converter kostenlos, ne? Man kann Dateien konvertieren, Videos, Audio und so weiter. Wenn aber jemand größere Dateien konvertieren möchte oder verschlüsselt, habe ich schon gesagt, oder sonst irgendwie Sachen machen möchte, dann kann er einen Premium-Dienst kaufen, das kostet 5 US-Dollar und dann kann er innerhalb von 24 Stunden so viel konvertieren und so groß der Dateien, wie er möchte. Darüber Donate-Button funktioniert manchmal, aber auch nur, wenn man viel Traffic hat, dass einfach Leute ein bisschen was spenden. Was ist ein Donate-Button? Ein Donate-Button, das sind Spenden-Button, ja, genau. Also dieser PayPal-Button, ne, wo man dann, ich weiß nicht, Anglizisten, eine API-Schnittstelle, das ist eine Schnittstelle, wo Computer quasi direkt miteinander kommunizieren können. Ne? Also wir haben zum Beispiel Kunden, die die haben eine Mobile-App, eine Handy-App programmiert, benutzen im Hintergrund aber unseren Konvertier-Service. Ne? Und für deren Kunden sieht es so aus, als ob die selber die Dateien konvertieren. Ist aber nicht so. Ne? Darüber verdienen wir auch noch ein bisschen Geld, Business to Business. Und vermeide kurzfristige Einnahmechancen auf Kosten von User Experience. Das wäre jetzt hier, ne? Wir könnten die Webseite vollpflastern mit Werbung, würden wahrscheinlich 2 Wochen uns einen Wolf verdienen. Und dann wäre die Seite wahrscheinlich tot. So, jetzt geht es weiter. Man merkt langsam, die Seite wächst weiter. Man hat auch schon ein bisschen Geld verdient, konnte auch schon ein bisschen was zurücklegen. Bei mir war das dann so, dass ich mich bezahlen konnte, ne, aber ich konnte keinen weiteren Mitarbeiter einstellen. Ich wollte keinen Kredit aufnehmen, ne, hatte kein Geld anderweitig. Eine volle Stelle war mir zu viel, jemanden einzustellen. Und habe dann erstmal, es gibt im Internet so Jobplattformen, ne? Upwork heißt das, oder dort kann man halt anfragen, ich suche einen Entwickler, der mir ein WordPress-Template für das und das programmiert. Oder DesignCrowd kann man sagen, ich möchte ein Logo oder eine Webseite designt haben, wer macht mir das? Und was auch saugeil ist, du hast oft irgendjemand, der Deutsch kann, aber in Spanien sitzt, also war bei mir, und der hat mir das halt für 15 Euro die Stunde gemacht. Da hätte ich hier 80 genau. Euro die Stunde wahrscheinlich gezahlt. Ja. Also, ja, das ist eine coole Sache. Ja. Das ist richtig. Ne? Also wir benutzen das heutzutage immer noch. Ne? Zwar jetzt haben wir Angestellte, aber für gewisse Sachen haben wir eben kein Wissen oder haben keine Kapazitäten frei. Zum Beispiel eine Mobile-App entwickeln. Keine Ahnung, in unserer Firma. Ne? Könnten wir uns einarbeiten, ne? Dann können die Leute aber halt, die Entwickler, nicht an anderen Sachen arbeiten. Ne? Oder über Upwork haben wir Leute, die uns Blogartikel schreiben, im Englischen. Ne? Genau. Oder uns die Webseite übersetzt haben, ins Russische, so Geschichten. Ne? Kannst du Upwork empfehlen? Bitte, ja? Kannst du Upwork empfehlen? Sind die gut? Oder ich kann das empfehlen, ja. Machen die Content oder entwickeln oder was? Nee, Upwork ist eine Plattform, also wo sich Leute treffen, die eine Dienstleistung anbieten. Also zum Beispiel, die können programmieren. Bitte? Nur Entwickler programmieren? Nee, querbeet, auch okay. Übersetzer. Okay. Und also alle das komplette Texter? Spektrum. Auch Texter? Auch Texter, ja, genau. Für deutsche Texte ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Okay. Da gibt es Textbroker, glaube ich. Also, ich weiß nicht genau, da gibt es auch ein paar deutsche Geschichten, aber für internationale Geschichten ist es ganz, ganz gut. Ne?
ja, eine Plattform, also wo Leute Dienstleistung anbieten, ne, und auf der anderen Seite aber auch halt die Arbeitgeber dann halt suchen können, ne, die sich dann halt finden auf der Plattform. Wie gut dann die Qualität ist, hängt davon ab, wen man halt dann letztendlich anstellt für die Arbeit, die man auch zu vergeben hat. Es ist unterschiedlich, ne? Also wenn man nur 5 Euro zahlt für pro Stunde für eine Webseitenentwicklung, dann kriegt man aber auch nur die Qualität, das ist dann auch schon so, ne? Also ich habe für 15 Euro einen bekommen, der ist der Hammer, ja, der macht mir alles bei Optimize Press. Und das war jetzt totales Glück, aber ich hatte auch schon einen für 40 Euro, der war unterste Kanone, der wollte dann ein anderes System verwenden. Mhm. Also einfach, du stellst quasi eine Stelle aus, ich suche und daraufhin bewerben sich welche und dann... Vielleicht kannst du von anderen Sachen, aber zum Beispiel ich habe bei Content.de irgendwann Texte gekauft, da wäre auch der teuerste Text und eine Katastrophe der Texte, hätte ich die selber besser geschrieben. Das ist mein Glück, ja. Geil, mein Glück. Also das ist richtig, genau. Ich habe auch schon mit welchen zusammengearbeitet. Ich habe den ein Projekt entwickeln lassen, ne? Und danach habe ich das Projekt nochmal ausgeschrieben, ne? Weil das war völlig, völlig verquer. Also von, nach außen sah es gut aus, aber es war nicht mehr erweiterbar, wenn man mal in den Quelltext, da habe ich ein bisschen gepennt. Gibt es da keine so Bewertungs... Genau. Doch, ja, gibt's. Bewertung, und du hast ja auch persönlich Kontakt mit dem und hast gesagt, pass auf, ich habe einen fetten Auftrag für dich. Du musst mir aber erstmal was zeigen für Umme oder für einen kleinen Preis. Gell? Dann kannst du schon mal schauen, wie denn seine Qualität ist. Okay, ja, und sind das dann alles, sind keine deutschen Beabwürge oder sind da auch deutsche dabei? Alles. Ist gemischt, ja. Aber richtig lohnen tut sich das natürlich, ne, wenn du wirklich ins Ausland gehst. Ne? Dort das Problem ist, ich habe zum Beispiel mit indischen Programmieren noch schon so auf die Schnauze gefallen. Ich habe denen alles Mögliche erklärt und habe es denen ganz hinweise geschrieben und es ging immer schief. Versuch's mal mit osteuropäischen. Ja, also wir haben super Erfahrungen mit Ukrainern gemacht. Ja, ich auch. Du auch, echt? Ja. Und auch, also verstehen auch eben kulturell verstehen, wenn du denen sagst, so würdest. Ja, weil bei den anderen war es, wow, das war im Endeffekt teurer als es in Deutschland. Ja. Ich habe mich dann dafür entschieden, einen Virtual Assistant zu nehmen. Da habe ich das Buch 4 Hour Work Week gelesen von Tim Ferriss. Genau. Das ist quasi eine Person, die sitzt irgendwo in der Welt, ne? Und der kann man Sachen geben, die diese Person löst. Meistens sind das Sachen, die sie per, oder müssen Sachen sein, die sie per Internet lösen kann. Ne? Also man kann sie zum Beispiel oder ihn eine Marktanalyse machen lassen, schön aufbereitet, sodass ich dann weiß, aha, in dem Bereich können wir uns mal ein bisschen breit machen. Ne? Oder man kann sie beauftragen, bei Upwork gute Entwickler zu finden. Ja? So sowas. 400-Euro-Job, das war dann der nächste Schritt. Also ich konnte eine volle Stelle nicht bezahlen und habe dann einen Entwickler angestellt, der halt nebenbei noch ein bisschen gearbeitet hat. Ne? Heute sind es, glaube ich, 450. Von dieser Idee war ich immer sehr begeistert, ne? Dass man quasi Webworker bleibt, ne? Solange man allein ist, keine Mitarbeiter hat. Dein Geschäft ist eigentlich, deine Firma ist eigentlich dort, wo du deinen Laptop aufklappst. Ne? Ich habe immer gesagt, also wenn ich Bock habe, klappe ich hier meinen Laptop zu, fliege nach Bangkok, klappe ihn da wieder auf und lebe da 3 Jahre oder was weiß ich. Ne? Also zu der Hälfte der Lebenshaltungskosten oder sonst irgendwie. Ne? Also von der Idee Worker bin ich überzeugt. Ne? Das gefällt mir gut. Habe mich halt weiterentwickelt, jetzt habe ich angestellt, jetzt kann ich die Firma nicht mehr umziehen. Ne? Aber so, wenn man selbstständig ist, ohne Angestellte, mit einem Virtual Assistant, lässt über Upwork programmieren, geht das super. Kannst du schon? Ich könnte schon noch, ja. Die aber sind ja auch Webworker. Bist du immer noch vom Bankkonto? Ja, eigentlich ja. Ne? Also ich könnte auch, da gibt es auch ein gutes Buch von 37 Signals, nennt sich Rework, glaube ich. Ne? Die haben Basecamp und so die Geschichten gemacht. Ne? Die haben Entwickler oder Teams in der ganzen Welt. Ne? Und ich glaube, vor Ort haben sie auch ein paar, ne? Aber letztendlich, das geht auch, da ist alles online. Das versuche ich auch. Ich versuche alles online zu halten, was online möglich ist, sodass, wenn mal ich eine längere Zeit woanders bin, ne? Oder jemand möchte mal ein Sabbatjahr nehmen, ne? Oder Schwangerschaft oder und so weiter, ne? Und möchte aber noch von zu Hause arbeiten und so weiter. Das ist alles möglich damit. Ne?
oder das Internet fällt mal aus für eine Woche oder sonst irgendwas. So, ne? Also es ist alles, man kann alles von extern bei uns auch arbeiten oder möchte von zu Hause arbeiten, zumindest teilweise. Das wird alles bei uns gehen. Ja, verkaufe dein Projekt nicht zu früh. Das war ganz lustig. So nach 2-3 Jahren haben dann auch Leute angerufen, die das Projekt kaufen wollten, auch große Venture Capital Firmen hier so. Ne? Das ehrt einen natürlich, habe ich alle abgelehnt. Die haben genauso das Potenzial erkannt wie ich, dass man da noch ein bisschen mehr verdienen kann. Das nächste ist, nennt sich Vollgas. Das heißt, man hat noch mehr Geld verdient, es gibt mehr Traffic. Dann hatte ich mich entschieden, ein rechtliches Konstrukt außenrum noch zu machen. Das war eine UG, inzwischen ist es eine GmbH. Steuerberater war dann schon, habe ich dann angefangen, ein Büro zu mieten, auch die ersten Mitarbeiter angestellt. Das erste war dann nach dem Virtual Assistant eine Büroelfe oder Bürofee, nenne ich das immer. Das ist auch nicht negativ, sondern positiv gemeint. Das ist also eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen hier. Das war der Moment, wo ich angefangen habe, mich zu klonen. Ne? Also wo ich auch lernen musste, gewisse Sachen abzugeben und darauf zu vertrauen, dass es jemand anderes auch gut macht. Ja. Und danach kamen halt Entwickler. Und es ist wichtig, dass man so eine Person hat, um einfach auch wieder dann, weil die Arbeitsbelastung steigt, einfach den Kopf wieder frei zu haben, um die Firma eigentlich in die richtige Richtung auch zu behalten und so ein bisschen über die Vision wieder nachzudenken. Man sollte sein Projekt dann auch mal mit dem Rechtsanwalt durchsprechen lassen und eine professionelle AGB erstellen lassen. Man ist immer gut beraten, wenn man Experten hat, und zwar nicht nur irgendwie so ein Feld-, Wald- und Wiesen-Internet-Experte hier aus der Gegend, sondern es gibt eine Top-3-Liste von Anwaltskanzleien in Deutschland, ne? Und da sind wir bei einem, der kostet 250 Euro die Stunde, ne? Und der macht aber seinen Job auch wirklich gut und hat auch schon gewisse Anfragen von offiziellen Stellen abweisen können dadurch, ne? Weil er sich halt auskennt. Ja, das ist auch eine andere Geschichte, da sind wir auch noch ein Level hochgestiegen. Ne? Irgendwann stand mal die Polizei vor der Tür und hat gemeint, ja, von einem unserer Servern wäre irgendwas runtergeladen worden. Also ein Nutzer hätte bei uns was runtergeladen, was irgendwie im Strafverfahren und so weiter. Ne? Ein Rechtsanwalt angerufen, der hat uns dann erst erklärt, naja, schaffst mal die Polizei, da muss man auch gar nichts machen. Erst wenn der Staatsanwalt dann auch sagt, hier vielleicht auch mit einem Richterbeschluss, ne? Wir müssen das rausgeben, dann machen wir das. Ne? Und das sind wir auch eigentlich auch unseren Nutzern wert, dass wir nicht einfach Daten rausgeben, die wir haben, sondern nur, wenn wir das wirklich müssen. Da unterscheiden wir uns auch von anderen Firmen und machen das auch transparent. Wachse nicht schneller als deine Einnahmen, ist auch wichtig. Ne? Viele Firmen gehen nach einiger Zeit pleite, weil sie viel zu schnell wachsen. Aber die Einnahmen wachsen nicht mit. Das sollte man im Blick behalten. Jetzt haben wir noch 3 Folien, 10 vor 1. Nachhaltigkeit. Ja, man sollte die Bodenhaftung behalten. Ne? Also nicht denken, jetzt Wolke 7 und das Projekt läuft gerade, weil man gerade eine Menge Google-Love bekommt und so weiter, ne? Sondern es kann wirklich jeden Tag zu Ende sein. Man sollte sich auch dessen bewusst sein. Vielleicht durch einen Google-Algorithmus-Change-Wechsel, Panda-Penguin waren so die Stichworte, wo es doch einige erwischt hat. Aber meistens die Leute, die für die Suchmaschinen optimiert haben und nicht für die Nutzer. Ja? Uns hat das überhaupt nicht tangiert. Das ging, die ganzen Algorithmen-Changes gingen an uns vorbei. Entweder ist die Firma, ist die Webseite einfach schon zu groß, oder wir waren komplett Whitehead, oder unsere die Signale, die Google bekommt weltweit, sind einfach zu gut. Ja. Aber generell ist man auch gut beraten, also nicht alles auf eine Karte zu setzen. Don't put all eggs in one basket. Sondern wenn es die Zeit zulässt und auch die Finanzen, dass man mehrere unabhängige Projekte aufbaut. Mehrere Blogs zum Beispiel, ne? Oder bei uns halt mehrere Software-as-a-Service-Geschichten, wenn eins krachen geht und man fliegt irgendwie raus aus dem Index oder sonst irgendwas hier so, dass man immer noch andere Projekte hat, mit denen man überleben kann. Ne? Das ist, macht generell Sinn als Unternehmer, dass man nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern auf viele. Ne? Übrigens auch als Angestellte. Ne? Also
Manchmal ist es vielleicht sogar von Vorteil, wenn man zwei Jobs hat. Ne? Wenn einer dann weggeht, dann hat man vielleicht noch einen anderen und ist dann nicht gleich, hat nicht gleich sofort große finanzielle Probleme. Auch Besucherströme gibt es auch nicht nur von Suchmaschinen, ne, sondern ganz wichtig, immer mehr, Social Media. Man kann einen eigenen Newsletter aufbauen, wo man E-Mail-Adressen sammelt und die das wollen, dann auch halt informiert. Sagst du noch was dann zu einem Newsletter, wie sowas funktioniert ganz grob? Ja, also... Brauche ich dann eine Software vielleicht? Okay, das ist nicht ganz trivial, das Thema Newsletter. Okay, ja. Okay, ich mache es ganz schnell, zwei Minuten. Okay. Wenn du Adressen sammelst für einen Newsletter, E-Mail-Adressen, dann sollten die Nutzer genau wissen, dass sie sich in diese Liste eintragen. Weil es bringt nichts, E-Mail-Adressen zu sammeln und dann schickst du deinen ersten Newsletter und du wirst sofort bei allen wichtigen E-Mail-Providern geblockt, weil alle Nutzer, die das bekommen haben, dich in den Spam-Filter schieben. So, dann bringt dir das nämlich gar nichts. Sondern du brauchst eine möglichst gute Liste an E-Mail-Adressen, die auch das haben wollen. Ne? Also es bringt nichts, E-Mail-Adressen normalerweise einzukaufen, die wild einfach irgendwie gesammelt wurden. Wenn mich viele von Google Mail ins Spam-Filter verschieben, dann kann es auch passieren, dass Leute, die wirklich interessiert sind, dass ich bei denen auch im Spam lande. Ja, genau. Also das würde ich jetzt mal pauschal so sagen. Ne? Man weiß nicht genau, wie die das machen, aber ich glaube bei Microsoft Hotmail oder Outlook jetzt ist das auf jeden Fall so. Ne? Die haben ein bisschen trivialere Algorithmen dort. Da wird einfach die IP dann geblacklistet und dann war es das. Dann kann es auch sein, dass die E-Mail nicht mehr im Spam-Filter landet, sondern einfach direkt vom Mail-Provider wieder zurückgeschickt wird und der Nutzer kriegt die überhaupt nicht. Krass. Da würde ich aufpassen. Das heißt, wenn man das sammelt, dann wirklich nur mit Einverständnis des Nutzers, dass er das weiß. Ja? Man kann, also, und dafür gibt es Software, wo man dann Newsletter verschicken kann. MailChimp ist auch ein Online-Ding vielleicht. So. Ja. Oder man macht selber, aber ich würde doch jemandem empfehlen, der sich damit auskennt, weil da gibt es noch ein paar Sachen, die man auch noch beachten muss im Hintergrund so vom Programmieren her. Man kann Werbung machen natürlich, das kostet natürlich Geld. Oder man hat noch eine Mobile-App, die auch noch ein bisschen Traffic bringt auf seine eigene Website. Ne? Also, Travelblog, weiß nicht, ob man da noch was, keine Ahnung, eine Erste-Hilfe-App hat und für, keine Ahnung, die dann auch auf die eigene Webseite verlinkt, ne? Oder umgekehrt. Ja, was mir dann noch, das ist eigentlich die Folie, da sind die Sachen drauf, die haben auf keine andere Folie gepasst, ne? Habe immer ein funktionierendes, auch aktuelles Backup verfügbar, ne? Ja, die Betonung ist nicht auf immer, sondern eher funktionierendes, ne? Also es gab Leute, die hatten schon ein super Backup. Das hat aber nicht funktioniert. Ne? Also die wollten es zurückspielen und im Schadensfall. Und ja, damit kann man übrigens auch eine Firma killen. Ne? Also wenn dann auf einmal alle Daten weg sind, die man langjährig gesammelt hat, aufpassen. Ja? Monitore alles und verknüpfe die Daten. Das klingt, das in Deutschland darf man gar nicht sagen. Ne? Ich meine jetzt nicht unbedingt Benutzerdaten oder IP-Adressen, sondern ich meine dort eigentlich eher welche Sachen in deinem Projekt gut funktionieren. Ne? Also Zugriffe, aber auch Fehler zum Beispiel, nach welchen Sachen gesucht wurden innerhalb deiner Webseite und das versuchen so ein bisschen übergreifend zu verbinden. Öffnungsraten der Newsletter, genau, wie sich die Werbung gelohnt hat, die du geschaltet hast. Ne? Nicht blind machen, also wirklich nur hart nach Zahlen vorgehen und Tests und nicht unbedingt nur dem Bauchgefühl. Da merkt man, dass das Bauchgefühl sehr stark von den Zahlen abweicht, meistens. Es gibt auch den Spruch, der Kunde ist König, ne? Halte ich für überholt. Eigentlich sind die Mitarbeiter für mich König, ne? Weil wenn die sich wohlfühlen in einer Firma, leisten sie auch gute Arbeit und das spiegelt sich auch wieder dann beim Kunden. Ja. Lesestoff, habe ich schon gesagt, Rework, Before Our Work Week. Auf Deutsch? Ja. Rework? Ja? Ja. Okay. Oder, ja, gibt es das? Als Deutsch auch noch, als E-Book. Sehr gut. Ja. Das gibt es auch auf Deutsch, ne? Also ich
versuche halt immer ein bisschen mein Englisch auszubauen, deswegen kaufe ich halt auch auf Englisch. Ne? Die 4 Stunden Arbeitswoche müsste das heißen. Gibt es mit Sicherheit auch. Genau. Gibt es mit Sicherheit auch auf, genau, auf Deutsch, hast du ja gesagt, T3N, ne? Das ist hier der. Kennt ihr das? Nee. Die machen eigentlich, die sind eigentlich relativ bekannt. Die haben also angefangen als Typo 3 Magazin und machen jetzt aber mehr so, decken mehr so den Webworker-Bereich ab. Und da gibt es auch wirklich gute Sachen, die auch völlig untechnisch sind. Ne? Also machen auch sehr viel guten Content online, ne? Den man auch, muss man nicht abonnieren, ne? Kann man auch so mal reingucken. Okay, also kann man sagen, für Startups ist das interessante Info wie? T3N? Ja. Nicht nur für Webworker, nicht für Startups, würde ich sagen. Ne? Und ich glaube, das sind wir alle hier so ein bisschen. Ne? Also die schreiben auch über Social Media. Du musst einfach mal auf die Webseite gehen. Mhm. Und dann weißt du eigentlich gleich, ob das Themen für dich sind oder nicht. Mhm. Dann Y Combinator und Reddit, das sind auch immer noch, wo man so ein paar Ideen abfassen kann, ist aber dann eher englischsprachig. Genau, und das war's. So. Ein bisschen länger. 4 vor 1, habt ihr noch Fragen? Ja. Das ist jetzt wirklich rein Interesse halber. Ja? Wie handelst du das oder wie siehst du das jetzt bei deinen eigenen Mitarbeitern? Im Sinne von, also hast du das gern, dass die auch so ein unternehmerisches Denken haben und mitbringen und auf die Gefahr hin, dass die sich eben auch irgendwann selbstständig dann machen? Ja, also. Mhm. Oder ist das mehr so, dass du sagst, naja, okay, die sollen dann schon das machen, was ich sage und so, wie ich das will und da gibt es gar keine Freiheit. Oder ist das so eine Art den Google-Weg, ja, also was die ja immer machen, sagen, du kannst eher einen Tag in der Woche als Mitarbeiter deine eigenen Projekte verfolgen, was für viele sicher auch ausreichend ist. Also ich bin sehr happy damit. Ja, also wir handeln das ähnlich, das heißt, du kannst dann eben, hast du einen gewissen Prozentsatz deiner Arbeitszeit, den du für deine eigenen Projekte nutzen kannst und vielleicht fließt das dann mal wieder zurück in die Firma, vielleicht ist es aber auch einfach nur dein Hobbyprojekt. Ja, also ich versuche zusammen mit den Mitarbeitern zu wachsen. Ja? Und wir lernen von uns gegenseitig, ich lerne auch von meinen Mitarbeitern. Ne? Und wenn einer wirklich irgendwann mal Unternehmer werden möchte, dann bringt es nichts, wenn ich ihm das jetzt verheimliche oder sonst irgendwas, sondern ne, dann helfe ich ihm lieber zu wachsen und wenn er sein Business hat, dann habe ich mit ihm eine gute Partnerschaft oder so. Ne? Also wenn wirklich einer mal sagt, Angestellter ist nichts für ihn, er möchte aber erstmal lernen, damit er später sein Unternehmen machen kann und so weiter, das ist für mich in Ordnung, glaube ich. Also da möchte ich es ja auch nicht klein halten. Das wäre jetzt nicht so meine Art. Ne? Ich gebe auch gern diese Informationen weiter. Ne? Da können wir alle von uns gegenseitig geben und nehmen, so ein bisschen. Ich habe auch mal überlegt, ne, diese wie bei Google, ne, diese 20%, wo sie an eigenen Projekten arbeiten können, das einzuführen, das machen die, also A ist es eine kleine Firma, das wäre ein ganzer Tag, der mal bei mir wegfliegen würde, und B machen die das sowieso schon abends, die dann auch ein bisschen was entwickeln. Was ich auch nicht, was ich auch sehr gut finde. Ne? Also das heißt, die setzen sich abends nochmal hin und arbeiten sich in Eigeninteresse in irgendein Thema ein, entwickeln irgendwie was und das kommt auch der Firma dann irgendwann auch zugute. Ne? Wir haben auch manchmal auch so kleine Deals, ne, wo wir dann auch den Mitarbeitern helfen, dass sie mal ihr Projekt mal auf unseren Werbeflächen mal zeigen können und so Geschichten. Ne? Oder wir haben einen den Friday Talk, wo jeder über ein beliebiges Thema, so wie hier, reden kann, ja? Und dann auch üben kann, wie er sich mit vor anderen Leuten dann verhält und wie man das macht. Ne? Also wir versuchen da schon nicht die Mitarbeiter klein zu halten, sondern mit ihnen zu wachsen in alle Richtungen, die es geht. Und wenn einer halt mal sagt, ich möchte jetzt heute aber kein Programmierer mehr sein, sondern möchte komplett aussteigen und irgendwas anderes machen, dann werde ich auch versuchen, mit dieser Idee nach Möglichkeit für ihn einen Job zu schaffen in der Firma. Ja, kann durchaus sein. Haben wir auch schon gemacht. Ne? Also einer hat gesagt, er möchte jetzt PHP, nee, ist nicht mehr. Er möchte jetzt sich in JavaScript arbeiten, dort die Referenz werden und das machen. Und wir haben gesagt, ja klar, also
Wir haben keinen JavaScript-Entwickler, ne? Oder zumindest mittelfristig, dann machen wir das. Jo, noch jemand? Habe ich euch ein bisschen motiviert? Ja. Ja? Dann war es mir das schon wert. Genau. Okay, dann danke ich euch und habt noch viel Spaß. Danke.